Mein Name ist Oliver Caruso. Ich bin schon eigentlich mein ganzes Leben Gewichtheber und habe eigentlich auch schon sehr früh mit der Sportart begonnen. Die Zeit, wo ich angefangen habe, 1986 bei meiner ersten Trainingseinheit, ich das Glück gehabt habe, eigentlich in einem Bundesliga-Verein groß zu werden. Ich habe mit 12 Jahren angefangen, die Sportart Gewichtheben zu betreiben und habe es geschafft, mit 18 Jahren schon bereits zu den Olympischen Spielen zu fahren nach Barcelona. Ich habe dann auch, wenn es mal nicht gut gelaufen ist, in den Trainingseinheiten nochmal angefangen und habe das dann noch versucht, dann noch zu verbessern. Und mir war es ganz wichtig, dass ich diese Erfahrung, die ich in dieser Zeit gesammelt habe, auch weitergebe. Weil wenn man so intensiv trainiert hat und sein ganzes Leben mit Gewichtheben verbracht hat, dann kann man das nicht einfach wegschmeißen, sondern versucht dann diese Erfahrung irgendwo jemand zu geben, der das vielleicht nicht hatte. Also in der Zeit dann nach meinem Trainerstudium 2006 habe ich ganz intensiv mit Schulkooperationen begonnen. Bin viele Schulen angefahren, habe das Material mit in die Schule gebracht, habe versucht, die Kinder aus den Schulen in die Vereine zu bringen, weil nur so können wir die Sportart Gewichtheben verbreiten. Es war mir wichtig, dass die Menschen mit Handicap, aber auch die Kinder, die da waren, Ziele haben. Und Ziele bekommst du nur, wenn du auch sagst, du gehst auf den Wettkampf. Wenn wir Kinder trainieren mit einer Langhantel, die 2,5578 Kilo wiegt, dann ist es was richtig Gutes. Gerader Rücken, aufrechter Gang, Selbstbewusstsein, Haltungsschwächen werden damit letztendlich bekämpft, ja, dass es wirklich kein Haltungsschaden wird. Und da müssen wir dran arbeiten. Ich würde auch das Langhanteltraining wirklich als Gesundheitstraining ansehen. Ja. Es ist nicht nur, dass man hier schwere Lasten hebt, sondern es ist ein Gesundheitstraining. Wir haben hier das beste Material von Eleiko. Wir haben hier hervorragende Heberbühnen geschaffen. Wir haben 22 Heberfelder. Wir haben über 100 Hantelstangen, ja, in diesem Verein. Und ich glaube, wir sind wirklich der größte Verein in Deutschland, den es momentan gibt. Und können letztendlich alles anbieten. Und das macht das Kraftwerk so unheimlich interessant. Es ist ein familiäres Verhältnis, die wir aufgebaut haben. Wir trainieren von früh bis spät. Wir trainieren Samstag, Sonntag. Und wir haben hier was geschaffen, wo man wirklich bei uns in Schwarzach in die absolute Weltspitze vorrücken kann. Nico Müller ist einer der stärksten deutschen Gewichtheber, die wir haben. Er ist Europameister gewesen 2018. Er war der 10. bei den Olympischen Spielen 2016 und hat letztendlich sein Hobby zum Beruf gemacht. Das heißt, er ist Profi-Gewichtheber, er ist bei der Bundeswehr Sportfördergruppe, aber kann seine ganze Zeit hier bei uns im Stützpunkt im Kraftwerk verbringen, wie auch Matthias Hoffmann genauso, und kann sich auf große internationale Wettkämpfe vorbereiten. Wir haben auch mit unseren Basketballspielern von den Merlins Kreilsheim, die bei uns trainieren, eine Sportart, die eigentlich weit weg ist von Gewichtheben. Aber Basketball braucht auch diese Eigenschaften wie Sprungkraft, Schnelligkeit, Antrittsschnelligkeit, Stabilität. Wir sind auch sehr stolz, dass wir Mitglieder haben, die 90 Jahre sind und trotzdem herkommen und auch dort unsere Hebetechniken lernen mit der Langhantel. Und versuchen dann auch mit diesem Training, mit diesem Langhanteltraining, sich so fit zu halten, dass sie im Frühjahr oder im Herbst ihre Pflanzenkübel auf die Terrasse tragen können und letztendlich dann im Herbst wieder abräumen. Da geht mir immer so ein bisschen das Herz auf, wenn ich das sehe, wie Menschen wirklich was ganz anderes machen. Die aufhören zu rauchen, die versuchen abzunehmen und letztendlich unsere Möglichkeiten hier im Ort nutzen. Ich frage mich oft, was wäre denn gewesen, wenn es das Kraftwerk heute gar nicht geben würde? Wie viele Leute mir eigentlich eine Basis geschaffen haben oder eine Grundlage geschaffen, gesund zu leben, gesund alt zu werden, letztendlich Lebensqualität zu bekommen. Es ist wie eine Familie, würde ich sagen. Das macht einfach viel Spaß. Ich komme hier nicht her und arbeite hier. Es ist wirklich so, es ist kein Arbeitsplatz. Es ist ein Arbeitsplatz, aber ich merke das gar nicht. Ich komme früh hierher, gehe nachts hier heim und ich bin meistens 7 Tage die Woche da, wenn ich nicht gerade irgendwo unterwegs bin mit meinem Verband. Aber durch das, dass ich halt
diese Top-Athleten auch noch hier betreue und letztendlich in dem Stützpunkt hier arbeite, macht es einfach unheimlich Spaß, hier Sachen zu entwickeln.